Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer Folge No Wurst mit dem Castcrafter. Hallo. Der gerade runter und wieder hochkam. Und zwar werden wir heute etwas bauen, was, ja, wer hätte das gedacht, bei Minecraft. Ach ja, kleine Info nochmal, ich habe die letzten beiden Tage keinen Novus gebracht, weil ich zum einen relativ viel zu tun hatte. Und in dem Zeitfenster, wo ich halt Zeit für Novus gehabt hätte, hatte ich irgendwie, habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und da dachte ich, bevor ich jetzt hier eine Scheißfolge aufnehme, die irgendwie super kacke klingt und keine Ahnung, nehme ich lieber gar keine auf und bringe euch dann eine Folge, die halt toll ist. Geil ist. Awesome. Geil ist. Super. Und willkommen bei der tollen Folge jetzt, hoffentlich. pass mal auf, kannst du dein Tesseract da drunter stellen und das Ding mit Strom versorgen? Tesseract ist drunter und wird mit Strom versorgt. Nice. Echt? Nice. Okay. Hier. Läuft schon? Wird nicht angezeigt, wie viel Strom da drin ist? Glaub schon. Nee, das oder? Ist normal. Ah, okay. Das ist ein Bug bei dem Ding. Dann müssen wir jetzt ändern. Nach dem letzten Fail war es natürlich klar, dass wir was ändern müssen. Und zwar auf Deconcentrating, heißt es, glaube ich, ne? Ah. Dann machen wir mal, da wir hier noch keinen Tesseract haben mit dem Zeug, habe ich mal so ein Ding geholt. Ein Liquid Oxygen Tank von Open Blocks. 16.000 Millibuckets Liquid Oxygen. Nice, oder? Pass auf, dann geht da so eine Tube rein. Oh, die falsche, warte. Ne, warte mal, da geht's raus. Das war dumm. Dann brauchen wir einen Mechanical Pipe. Hast du das schon? Warte mal, habe ich die mit? Na. Okay, ich schon. Sehr gut. Aber Babum. Die müssen wir auf der anderen Seite stellen, warte. Warte. Oh, wir hätten es auch drehen können. Stimmt. Aber gute Idee, warte. Hast du nicht ein Mondtablet? Ja, habe ich dabei. Okay. Ich habe jetzt so ein Wireless Access Point für zu Hause und eins für den Mond. Oh, nice. Also hast du zwei Dingers? Ja. Cool. Okay, so, jetzt ist hier das Liquid drin und das wird jetzt umgewandelt in normales Oxygen. Jetzt ist aber ein Problem, und zwar können wir hier nicht die Oxygen-Pipes anschließen, oder? Nicht? Da kann man nämlich, oh warte mal, ich mache nochmal weg. Natürlich jetzt geil, weil die Tube jetzt wieder, ich hätte das andere Werkzeug nehmen sollen. Also man könnte es probieren, ob es funktioniert, das weiß man nicht. Das geht nicht, siehst du? Aber kannst du das Tube an den Pipe anschließen? Nein, aber es gibt einen Trick. Pass auf. Ja? Nämlich mit dem sogenannten Oxygen Storage Modul. Warte, nimm doch diese Blöcke hier. Diese Sealable-Dinger. Sealable Oxygen Pipe. Schon probiert, ging auch nicht so gut. Nicht? Ging irgendwie nicht durch. Also zumindest letztes Mal nicht. Oh krass, dann müssen wir das einfach noch umbauen. Aber pass auf. Oh, jetzt machen wir quasi die Tube hier dran. Hm? Ah. Und es wird jetzt voll und auf der anderen Seite wird es quasi wieder rausgepumpt und die Leitung müsste jetzt voller Luft sein. Krass, oder? Warte mal. Sieht man das, ob die volle Luft ist oder nicht? Ja, wenn wir gleich einen Zieler da hinten mal aufbauen. Ich mach mal ganz kurz hier noch ein Kabel dran. Warte, wir brauchen ja schon mal Tesseracts eigentlich, ne? Oder Ender Tanks, was ist denn cooler? Tesseract oder Ender Tank? Gute Frage. Du meinst von den Towern quasi zurück in der Hut hier, ne? Right, man. Ich glaube, Tesseract haben halt unbegrenzt Versorgung. Das weiß ich gar nicht. Haben Ender Tanks eine Begrenzung? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Gute Frage. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, das wäre gut. Und hier mal jetzt mal ein Oxygen Sealer rein. Ich probiere mal eben aus, weil der müsste sich eigentlich dann füllen. Wird zwar nicht reichen, der eine hier, und ich muss den mal eben drehen mit meinem Schlüssel. Das ist auch falsch, das ist der Stromanschluss. Das müsste richtig sein. Also wenn ich jetzt anklicke, sollte sich auf jeden Fall was tun. Wird natürlich nicht funktionieren, aber ich sehe gerade, Energy geht hoch. Ja. Und Oxygen noch nicht. Nein. Warte, ich gucke nochmal unten. Geht aber direkt da rein. Okay, warte mal. Oh. Oh, was war? Ich bin rausgeflogen. Warum, was hast du gedrückt? Mit dem Tesseract auf den Tesseract. Ah, lol. Und da ist er wieder. Hi. Na? Moment so, mal. Sag mal eine Zahl wieder. 5. Nein, ich glaube 5 gibt's schon. 12. Na, warte, 5 gibt's noch nicht. Dann noch haben wir 5. Nice. Okay, die Energiezufuhr hier drin ist sehr langsam. Aber ich verstehe gar nicht, warum da kein Oxygen reinkommt. Funktionieren diese C-Level-Dinger nicht? Das wäre voll dumm. Das wäre doof. Weil die brauchen wir unbedingt, sonst können wir die Räume nicht sealen. Obwohl der eine ging ja. Ich probiere das mal eben so aus.
meine, wie gesagt, er wird jetzt in Räume nicht sealen, aber ich wäre trotzdem mal gespannt, ob das so generell hier funktioniert. Oh, wo bin ja, ich? Ja, lol, das geht. Das geht? Das geht? Das funktioniert, aber dieses Sealable geht leider nicht. Warum nicht? Warte mal, Sealable Block should be used with a path. Okay, warte mal, lol. Receiving Fluid. Was macht denn nichts? Probieren wir nochmal aus. Oder müssen wir. Nee. Sind ja an jeder Seite die Dinger. Und angeschlossen ist es auch. Aha. Nein! Oh, warte mal. Ultimate Mechanical Pipe. Pending off. Ich meine, klar, jetzt ist das Ding halt voll mit Energie ging da durch, aber Luft halt nicht. Komisch. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Misery. Ja. Okay, probieren wir mal andermal aus. Also wenn ihr da eine Idee habt, vielleicht ist das auch an, vielleicht geht es ja auch nur vertikal durch oder horizontal. Glaube ich aber nicht. Oder es war einfach nur ein Anzeigefehler oder müsste sich neu anlernen, keine Ahnung. Auf jeden Fall probieren wir das mal aus. Kannst du ja hier nochmal testen, wenn ich jetzt hier nochmal einen reinsetze. Wir brauchen ja eh ganz viele Sealable-Dinge. Ja. Aber ich muss eh mal, ist die Frage, ob wir diesen riesigen Raum halt dicht bekommen, ne? Aber das sehen wir ja dann. Also cool wäre es an sich schon. Ja, auf jeden Fall. Warte mal, warum macht er nichts, Peter? Wer macht denn nichts? Der Tesseract. Geht das nicht mit der Tesseract, ne? Der bekommt scheinbar... Es kann sein, dass die Chunks nicht geladen sind. Oh. Sollten wir hier mal den Chunkloader in der Mitte platzieren, weil das wird ja die Mitte der Base und dann könnte man da eventuell hochziehen. Ja. Wo steht der denn zurzeit? Ach, hier. Ist das meine oder deine? Deine. Oh, da muss ich kommen, oder? Und dann geht? Ich habe ihn abgebaut, aber okay, ich konnte ihn wieder sitzen. Oh, ich hab gedacht, das ist ein Creeper. Und wohin muss der? Warte. Not enough power. Now. Guck mal, geht nicht durch. Geht echt nicht durch gerade. Die Oxygen. Oh, ne, oh, scheiße, falsche Seite. Okay. Lol. Aber ne, Oxygen ist richtig. Ne, Oxygen geht nicht durch. Ne, wir haben ja auch keinen. Ah doch, wir haben Oxygen zurzeit. Aber das geht nicht durch diesen Block hier oben. Das ist doof. Das wäre echt doof, weil ist halt zwingend erforderlich, dass das funktioniert. Und ich baue ihn mal ab und wieder dran. Ah, okay, warte. Aus und wieder an. Geht? Ja, fühlt sich. Ah, lol. Da muss man erst die Leitung setzen und dann dieses Ding. Okay, Fehler gefunden. Müsst ihr nicht mehr reinschreiben. Dankeschön. Kommt dann so. Have you tried turning it on and off again? Ah, das war... Kannst du kurz Chunks anstellen? Ja. Okay, warte mal, wo tun wir denn hin? Hier fährt der Fahrstuhl irgendwann hoch. Boah, ich will den ja schon irgendwo ganz gerne in der Mitte haben, aber in der Mitte ist halt der Fahrstuhl. Ja, aber wir haben doch in der Mitte eh eine Säule, oder? Sollen wir denn nicht einfach trotzdem in die Mitte sitzen? Oh, dann ja, stimmt. Er kommt noch anders, keine Ahnung. Okay. Oh, ich mach mal größer. Kommt so, Server Owner Unlimited. Bam! Ich mache den jetzt mal ein bisschen höher, weil wir haben zwar Regeln, wie hoch der sein soll, aber hier sollen ja sowieso mehrere Spieler arbeiten und hier der Mond ist natürlich noch nicht so belastet wie der andere Server und wir sind ja momentan sowieso in einer etwas kleineren Gruppe unterwegs hier auf Novus. Aber trotzdem möchte ich das ganz gerne noch bauen hier, diese Space Station, weil ich die natürlich auch noch für was anderes benutzen will. Aber der macht nichts, Peter. Okay, warte. Funktioniert der Raum jetzt eigentlich wieder? Oh. Warte, probieren wir dann erst aus. Wir brauchen noch Energie. Warte, wer macht nichts? Der Tesseract, der leitet nichts. Ah. Oder geht es nicht mit dem Mittel? Nee, der Tesseract generell leitet nichts. Also der bringt kein Zeug von hier nach da. Ach so, ein defekter Tesseract. Das kann natürlich possible sein. It is possible. Now. Warte mal, ich brauche noch ein paar Sachen. Oh Gott, Zombie. Hier wird endlich Luft auf dem Mond. Ja, geil. Es leckt. Bei mir nicht. Tin Decoration. Okay, jetzt war es einmal hier durchgefliegt. Krass. Hallo. Also, kann aber sein, dass wir da unten noch mehr brauchen, oder? Ender Tank funktioniert. Was brauchen wir noch mehr? Okay, nein, wir Ender Tank. Von diesen Decons sind bla 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 Döns. Ja. Okay. Also ich hab da eher Speed Upgrades rein. Ich weiß auch nicht, ob das reicht. Aber so ist es gerade dauerhaft voll. Und der innere Tank füllt sich auch schon. Also, geht ab.
Ah, nice. Ja, okay, Speed-Upgrades sind natürlich auch geil. Muss man nur eventuell nochmal schöner. Oder ist es schön? Komm, ist es schön oder nicht? Nein. Okay. Das ist voll hässlich. Okay. Wandelt er schon Luft um? Also gerade ist alles voll, ja. Okay, warte mal. Wenn ich den jetzt anschließe, sollte sich eigentlich wieder der Sealer da drin füllen? Innen drin. Ne, okay, der ist noch nicht dran. Ah, ne, warte mal, hier ist der Durchgang wahrscheinlich noch nicht richtig. Mann, ist das doof. Das ist alles eine Einstellungssache. Ja, mit Block weg und Block wieder hin. Da ist er weg. Da ist er wieder Und wieder hin. dran. Ich gucke. Warte mal, wird noch nicht gehen, aber bleib mal ganz kurz da stehen. Okay, ich bleib da stehen. Momentan tut sich nichts, oder? Nein. Okay, warte. Wir machen das mal ganz kurz so. Ist natürlich nicht schön, aber geil. Voll? Ja, fühlt sich. Gut. Aber Energie ist noch nicht da, ne? Nee, Energie fehlt. Warte, bleib mal ganz kurz da stehen. Mach ich. Warte. Jetzt war ein bisschen Kuddelmuddel hier gerade, aber ist okay. Wird ja auch noch schön irgendwann. Ja, genau. Also ich überlege mir da noch was, weil da kann man mit den anderen Sachen noch was bauen. Füllt sich? Nee. Ah, warte mal, dann würden vielleicht auch die anderen Pipes funktionieren, wenn man das quasi immer da hinsetzen muss, damit das funktioniert. Warte kurz, du stehst an dem Ding. Ich setze den mal eben neu. Schön. Warte, 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 warte. Jetzt? Nee. Okay, dann setze ich den hier auch nochmal neu. Jetzt siehst du mich fast. Oh krass, hallo. Hallo. 0 Joule. So. Energy Storage, 0 Komm, bitte, Joule. bitte. Nee. Achtung. Und Aluminium Wire. Jetzt! Nee. Ah, scheiße. Haben wir vielleicht irgendwo einen normalen Weg gemacht, anstatt Aluminium Wire? Achso, lohnt's mal rein. Okay, warte. Warte, hier geht ja das Kabel, ne? Dann geht das da rum, ne? Ja, aber du hast ja hier gar keinen Strom angeschlossen an dem Kabel unten, oder? Oh, okay, ich habe es auf der anderen Seite angeschlossen. Dummkopf. Jetzt geht. Ich habe den anderen Weg angeschlossen, das war doof. Ja, jetzt bekommt Energie. I see. Nice. Hi. Warte mal, bleib mal drin, bleib mal drin, bleib mal drin. Sealed. Also hier ist auf jeden Fall jetzt Luft drin. Irgendwann wird die ganze Basis voller Luft sein. Und wir brauchen voll viele Schleusen noch, ich sehe das schon. Aber wenn wir die haben, dann geht's ab. Und was eigentlich der nächste Schritt wäre, wäre eigentlich, wenn wir diesen langen Gang mal sealen würden. Ja. Warte mal, Ja, haben gut, wir davon noch welche? wir müssen ja erstmal gucken, oder? Wo wir, also wie es weitergeht bei der Base, haben wir eigentlich noch zwei andere Ausgänge, die wir zielen müssen. Ja, genau. Wo wir noch nicht wissen, was da hinkommt. Das Da wollte stimmt. ich dich nämlich fragen. Was kommt da hin, Peter? Ach so. Ja, ich sag mal so, wir brauchen einmal noch einen Trakt, wo quasi Essen angebaut wird. Ja. Und einmal noch vielleicht einen Trakt, wo Energie produziert wird. Ich würde fast schon sagen, die Energieproduktion ist einfach gegenüber. Wollen wir vielleicht so ein nochmal eine Halle machen? Das heißt irgendwie einen Weg und davon nochmal einen Raum, von dem andere Wege abgehen? Ah, okay, können wir machen. Also wir können auch eine relativ, also eine ein bisschen kleinere Halle machen, vielleicht auf dieser Ja. Seite. Zombie, Spinne, Spinne, Zombie, Spinne, Zombie, Spinne, 1, 2, Spinne, 3. Skelett. Hoffen damit ist. Bam. Was? Da geht niemand aus dem Weg. Oh. Der feiert wieder Shots, der Pedro. Shots fired. Zu heiß geworden. Ruckelt gerade auch ein bisschen hier. Vielleicht ist das der Server, vielleicht ist das auch schon unsere Anlage. Obwohl unsere Anlage, glaube ich, noch nicht. Pass auf. Hoffentlich nicht. Lass in diese Ja. Richtung bauen. Ja. Und zwar, also willst du hier noch so eine kleine Halle haben? Ja. Pass auf, wie wäre es denn, wenn wir den Weg, den wir hier haben, Ja. so die Länge haben wie zwei Fenster? Weißt du? Ja. Und so einen langen Gang da hinten dran machen und da dann noch so eine kleine Halle mit Vier-Wegesystem. Vier Wege. Ja, also keine riesige Halle mit Bäumchen, sondern eine kleine Halle. Ja, nur so eine Verteilerhalle Ja, praktisch. genau. Okay. Und vielleicht könnte man da in jeder Richtung einen Reaktor bauen oder so. Müssen wir mal gucken. Oh. Oh, warte, apropos Reaktor. Hast du die Brine Tower schon gesehen? Oh, nein, warte, ich komme sofort. Ich lade mal eben Luft nach. Ich habe übrigens noch eine andere Möglichkeit für unseren Reaktor. Die erzähle ich dir aber ein andermal. Okay, wir wollen nicht zu viel spoilern. Wir müssen nach Norden, waren die Brine Tower, oder? Warte. Glaube schon. Oder waren die im Westen? Ne, die waren, glaube ich, Nee. im Westen.
Im Westen, ja. Komm mal zur Base, wo das im Medizin so steht. Gut. Hallo. Da? Hi. In Ja. die Richtung. Pass auf, leckt jetzt wahrscheinlich gleich. Ja, Da baut sich gerade sind auf, glaube wir. ich. Oh mein Gott. Alter, sind alle schon fertig? Ja, sind 100 Stück. Krass. Arbeiten die schon? Auf die Zahl. Ja. Also die arbeiten nicht effektiv. Sie arbeiten, aber es geht da noch nicht irgendwo hin. Also ich weiß jetzt auch, warum es bei mir im Haus ein bisschen leckt, übrigens. Warum? Wegen dem Brine Ich Tower bei dir. sag nicht wegen dem Brian Tower an. Ich Ja, glaube schon, weil hier habe ich jetzt auch nur noch 15. was? Krass. Glaube, da müssen wir was umstellen. Ja, ich stelle auch bald was um, den kompletten Rechner. Der kommt nach draußen und wird ein komplett anderer Rechner. Also wie viele von euch wissen, ich habe ja im Livestream am Sonntag meinen neuen Rechner zusammengebaut. Da fehlen aber noch ein paar Sachen. Und zwar wollte ich jetzt ein paar Parts produzieren oder vorproduzieren und das Ganze dann wahrscheinlich am Freitag umbauen. Also heißt das nicht, dass Samstag der Part dann quasi neu wird in dem neuen Rechner, weil wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen so einen kleinen Puffer einbauen, falls mit dem Rechner was ist oder so. Weil ich muss natürlich auch testen, ob der funktioniert. Und dann wird es auf jeden Fall vom neuen Rechner abgehen. Neues Mikro ist auch noch bestellt und bald am Start. Ist bei der Post. Genau, ist bei der Post. Und kann sein, dass dann also nächste Woche dann wieder alles funktioniert. Also sprich, anderes Mikro, Facecam, schnellerer Rechner und ich hoffe, dann kann ich auch wieder andere Parts bringen. VR-Bereich wird dann fertig sein. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr auf jeden Fall noch andere Videos sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Und ich würde mal sagen, hier könnt ihr jetzt klicken. Auf der einen Seite findet ihr Castcrafter, auf der anderen Seite mich. Dann gibt es noch ein Random-Video und die Playlist. Also viel Spaß und hauen Sie rein. Tschüss! Tschüss.